Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir zeige, wie du aus einem Geldschein eine schnucklige Katze falten kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse mir doch einen Daumen hoch oder schreibe etwas in die Kommentare. Falls du an weiteren Videos zum Thema Geldscheine falten interessiert bist, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Dieses Video zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Katze falten kannst. Falls das Video dir zu schnell ist oder irgendwie zu unübersichtlich, habe ich noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos erstellt. Die habe ich im Video verlinkt und unten nochmal in der Beschreibung. Schritt 1. Lege den Geldschein quer vor dich hin. Schritt 2. Falte nun den Geldschein so, dass die vordere Kante auf der hinteren Kante zum Liegen kommt. Der Geldschein ist nun halbiert. Schritt 3. Falte nun die Kante, die du eben nach hinten gefaltet hast, wieder nach vorne, sodass sie auf der vorderen Kante zum Liegen kommt. Schritt 4. Drehe den Geldschein um. Schritt 5. Falte nun wieder die vordere Kante nach hinten auf die hintere Kante. Schritt 6. Mache die letzten beiden Faltungen rückgängig. Der Geldschein liegt nun wieder quer vor dir. Dabei zeigt die Kante zu dir. Schritt 7. Falte die linke vordere Ecke auf die hintere Kante um. Schritt 8. Mache alle Faltungen wieder rückgängig, sodass der Geldschein quer vor dir liegt. Schritt 9. Drehe den Geldschein wieder um. Schritt 10. Falte nun die linke Seite so um, dass sie auf der Spitze des in Schritt 7 gefalteten Dreiecks zum Liegen kommt. Schritt 11. Mache die letzte Faltung wieder rückgängig. Schritt 12. Drehe den Geldschein erneut um. Schritt 13. Falte von den Ecken aus den Geldschein zusammen bis zu der Stelle, an der sich die Längs- und die Querfalten kreuzen. Schritt 14. Falte nun vorsichtig den Geldschein zu einem schmalen Streifen zusammen. Schritt 15. Lege den Geldschein nun wieder quer vor dich hin, sodass die Spitze nach links hinten zeigt. Schritt 16. Falte von rechts her die vordere Kante auf die hintere Kante um. Schritt 17. Drehe den Geldschein wieder um. Schritt 18. Falte wie im vorletzten Schritt von rechts her nun die hintere Kante nach vorne auf die vordere Kante. Schritt 19. Nimm den rechten Teil nun in die Hand und ziehe den linken Teil auseinander. Schritt 20.
Nun wird's ein wenig knifflig. Falte das Ende der hinteren gefalteten Kante nach innen. Schritt 21. Falte ebenso das Ende der vorderen gefalteten Kante nach innen. Schritt 22. Drehe das Geldscheinkunstwerk um. Schritt 23. Auch hier wird's wieder knifflig. Falte den mittleren Teil des Geldkatzenkopfs zur Mitte hin um. Schritt 24. Drehe den Geldschein um und knicke das dünne Ende zur Seite um. Schritt 25. Mache die letzte Faltung rückgängig und öffne den dünnen Teil des Origami-Kunstwerks. Schritt 26. Falte die Geldscheinkatze an der eben entstandenen Faltung nach hinten um. Schritt 27. Dieser Schritt ist der komplizierteste Schritt der Geldscheinkatze. Während du jetzt den Geldschein in einem rechten Winkel nach hinten faltest, musst du die Faltung vorne nach oben drücken, um die Pfoten der Katze zu imitieren. Achte dabei darauf, dass der Schwanz der Katze wirklich im rechten Winkel nach hinten gefaltet wird, weil sie sonst nicht aufgestellt werden kann. Schritt 28. Rolle den Schwanz der Katze ein. Und schon ist die Katze fertig gefaltet. Und wie immer gilt, hat dir dieses Video gefallen? Hast du Kritik? Hast du weitere Ideen? Dann schreib mir doch einen Kommentar zu diesem Video oder diesem Gewinnspiel. Bist du schreibfaul? Dann gib mir nur einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Falls du an weiteren Videos zum Thema Geldscheine falten interessiert bist, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst.